Und wieder ein Hallo von mir an euch alle da draußen. Ich begrüße euch herzlich hier in einem weiteren GTI Racing Simulator Let's Play von mir. Und wir legen jetzt gleich mal los. Ich habe letztes Mal mein erstes Rennen bestritten und sogar, wie man hier sieht, mit Platz 1 belegt. Ist natürlich echt cool gelaufen, aber ich glaube, das wird nicht immer so sein. So, dann gehen wir mal auf Weiter. So, mein Preis ist $2000. Hey, cool. Bitte warten. Ja, ich warte. Werkstatt. So, jetzt gucken wir mal, ob ich da ein bisschen was machen kann. Ne? Ersatzteile. Reparieren muss ich ja nicht, glaube ich, weil der Hobel sieht noch so ganz gut aus. Ersatzteile. So, schauen wir mal, was haben wir hier? Motor, Auspuff, Motor, genau, unbedingt. Custom. Profi-Sport-Chip. Boah, naja, jetzt pass mal auf. Ui, Rennmotor. Sport-Chip. Sport, Profi-Sport-Chip. Renn-Chip. Ui. Profi-Renn-Chip. Okay. Sportler hochlassen wir bestehen aus dem. Leistungssteigerung. Ah, 2. Ach, da steht es ja auch gleich, logischerweise. Leistungssteigerung um 31,4% der ursprünglichen Leistung. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt so. Ich nehme jetzt den hier. Kaufen. Ja. Klar. Möchte ich haben. Was haben wir jetzt hier? Oh, kann ich mir leider nicht mehr leisten. Da fehlt mir ein bisschen Geld. Super. Toll. Scheibenkleister. Was haben wir hier? Das kostet alles so viel, Mensch. Ah, was haben wir hier? Vergrößerter Aluminiumkörpergröße, Ventilatoren und ein Sportthermostat senken die Temperatur der Kühlflüssigkeit. Ich brauche jetzt erstmal Wumms. Ich brauche gute Beschleunigung, Leute. Moment mal. Motor und Auspuff. Sportabgaskrümmer. Ah, was haben wir hier Schönes? Sporteinspritzung. Ach. Ich habe leider nicht genug Geld, Mensch. Ah, jetzt pass mal auf. Pass mal auf, pass mal auf. Wo sind wir hier? Das. Aha. Nitro System. Das ist cool. Das ist echt genial. Das kommt auf jeden Fall hoffentlich bald rein. $50 fehlen mir. Das ist doch echt erbärmlich. Naja, gut. Ist jetzt egal. Ich nehme das jetzt so. Bremsen, Getriebe, Karosserie. Ach so, da kann man schon ein bisschen was tunen. Das ist ja cool. Machen wir mal die Front. Hey. Ui. Von der Riga. Das schaut ja toll aus. Aha. Ist das heiß? Gibt's auch so Bodykits? Wow. Boah, Leute, ich glaube, jetzt muss ich erstmal saftig hier in die Optik investieren. Das ist doch wohl klar. Wow. Ich möchte so gern genau so ein Doppelrohr-Dingens, ne? Das sieht toll aus. Wum. Bam, bam, bam. So, was haben wir hier? Ach, das sind die Schweller. Ja, Moment, genau, eins nach dem anderen. Jetzt erstmal, Moment, wo waren wir da? Sind wir. Okay, kaufen. Jo, bitte. Ja, haben wir. Okay. Wollen Sie es einbauen? Ja, logisch. Das macht doch gar keinen Sinn. Wow. Mann, 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 Mann. Fangen wir jetzt erstmal an hier so. Komm mal, Moment, was ist denn das hier? So ein Riga-Dingens, ne? Stoßstange. Ja, nehme ich mal. Ja. Ja. So, dann die Heckschütze brauchen wir natürlich jetzt auch von Riga. Riga, genau. Ja, bitte. Ja. Oh, jetzt geht mir gleich die Knete aus. Jetzt brauchen wir natürlich noch Kotis.
Hallo. Ja, so. Kamal. Riga. Ja, so viel Geld habe ich sogar noch. Cool, machen wir. Kaufen, will ich. Brauche ich. Super. Okay. 50 Öcken sind noch übrig geblieben. Die haben wir dann in den Tank rein. So, Autohändler, passt. Stacht, jawohl. Und los geht's. In Bayern fahren wir. Super. Ja, dann Leute, wünsche ich viel Spaß und los geht's. Bam, bam. Aus dem Weg hier kommt ein Golf LS. Wow. Die anderen Motoren im Hintergrund, das heißt, die werden wahrscheinlich ziemlich dicht auffahren. Die Kollegen, die wollen alle vorbei, aber ich lasse ihn nicht. Er versucht mich zu überholen, der wird eiskalt von der Straße gedrängt. Fertig. Ah ja, und da geht's los. Nein! Oh Mann! Eieieiei! Ah ja. So, fertig. Jetzt pass auf. Schöne Grüße an die Leitplanke, hallo. Warum zieht der so gut weg? Der Herr Kollege, ha? Der fährt ja super. Sehr furchteinflößende Hupe, echt. Achtung, ich komme. So, wir haben jetzt 160 km/h auf der Uhr, 170. Okay. Schon das Rennen fast bestritten. 80% haben wir schon, ne? Ja, sieht gut aus. Wow. Wow, Atomkraftwerk. Ja, da strahlen die Leute vor Freude.
So Leute, gleich haben wir es geschafft. Und. Ja, erster. Super. So Leute, dann geben wir uns nochmal die Wiederholung. Ne? Das möchte ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, wie mein Golfi hier über die Piste pest. Achtung. So, wiederholen. So, okay Leute, viel Spaß. Hey, schaut doch richtig cool aus, oder? Naja gut, die Bereifung, die passt jetzt natürlich nicht ganz. Wirkt irgendwie so, als hätte er diese typischen VW Noträder, ne? diese Pannenräder drauf. Keine Ahnung, welche Breite die sind. 105 mal sonst irgendwas, 12 Zoll oder was, keine Ahnung. Diese typischen Polo- und Golf-Noträder. Naja, obwohl früher in der ersten und zweiten Serie, da gab es ja noch richtige Ersatzräder, danach kamen noch diese komischen Noträder rein. Mit denen man irgendwie nur 60 km/h fahren durfte, glaube ich. Ja, also zwischen 50 und 60, glaube ich, schneller durfte man nicht fahren. Naja, ist egal, das ist ein anderes Thema. Wow. Da arbeitet das Fahrwerk. Ich muss mal gucken, ob es irgendwie so ein Sportfahrwerk gibt und was es kostet und so weiter, beziehungsweise Gewindefahrwerk für dieses Auto. Da muss man den natürlich ein bisschen tiefer legen, weil er wirkt jetzt so ziemlich, ja, wie so ein Gelände irgendwie. Wie so ein Jeep oder so ein SUV. Bildfläche verschwunden. Moment, ich gehe jetzt mal die anderen Fahrzeuge durch. Dann müsste ich normal wieder auftauchen. So, irgendwie sitze ich überall in dem Wagen drinnen. Das bin doch ich, oder? Flash Gordon. Hannemann. Ah ja, meiner einer. Dass man da irgendwie so einen speziellen Radsatz drauf klatschen kann. Ich glaube, der bräuchte hinten irgendwie um die 325 oder 345 sogar. Das ist natürlich echt krass. Ja, gehupt. Ich glaube, ich werde den Wagen reparieren müssen, weil irgendwie sind die Seitenscheiben ziemlich zersplittert. Die Karosserie hat irgendwie nichts abbekommen, aber nur die Scheiben. Ja, sehr verdächtig. Und schon wieder bin ich verschwunden. Okay, ich komme nicht mehr wieder, wie es aussieht. Nö, ich bin weg. Komisch. Verschwunden. Cavalera. Ich habe mich in der Luft aufgelöst, schade. Naja, ist halt so. Was willst du machen? Ah, da bin ich wieder, super. Schön. Genau, da bin ich. Thank you.
Yeah, okay. Bestanden, überstanden. Boah. Ja, Leute, wir sind am Ende angekommen. Schön. Dann gucken wir noch mal ganz kurz, was es als Prämie gab. Ja, wieder $2000. Das ist schön. Dann würde ich sagen, machen wir wieder einen Cut und sehen uns hoffentlich bald wieder. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Einfach wieder einschalten. Mich abonnieren dürft ihr natürlich auch. Ist nicht verboten. Also gerne Abo-Taste drücken und auch Benachrichtigung. Und dann weißt du Bescheid, wenn ich wieder was Neues hochgeladen habe. Okay, ich sag danke. Bleibt anständig und vor allem gesund. Und bis bald. Also bis dann. Ciao, ciao.